etwas darüber. Es muss nicht viel sein. Wir schwenken wieder ein bisschen durch. Siehst du, das kriegen Sie schöne Farbe. Ah, das riecht schon ein bisschen her. I love it. Und jetzt ist es ja. Und dann werden die gebacken bei 200 Grad. Luisa, das wäre der Moment, weil jetzt wird gleich gegessen, wo du zu uns kommen kannst. Leute, steht zur Verfügung. Bitte, komm in unsere Mitte. Ich war noch nie in einer Fernsehküche und es sieht alles toll aus. Du warst noch nie in einer Fernsehküche? Die hat noch nie jemand eingeladen. Das ist ja heute Premiere. Ja. Da müssen wir gleich eine drauf trinken anschließen. Da bin ich für zu haben. Ich sag's, wie es ist. Ja. Aha, na gut. Vegan essen, aber trinken, naja, dann ist alles in Ordnung. So, kommen die jetzt in den Salat rein? Kommen die jetzt in den Salat rein? Der Salat richtig auf Tellern an, dann kommen da ein bisschen Blüten außen drauf. Das sind Löwenmäulchen und Kapuzinerkresse, das kommt dann auf dem das Salat. Das kann man auch so essen, wie es ist, ja? Ja, das sind essbare Blüten. Ja. Und die geben wir nachher oben drauf. Super. Und dann legen wir unsere, da sind die kleinen Schnecken, die wir gemacht haben. Also mit Chili drum haben wir da nicht extra Chili rein oder Pfeffer. Mhm. Könnte sonst zu scharf werden. Ja, und das siehst du. Und ruckzuck haben wir das Ganze fertig. Also den Salat, da habe ich jetzt meinen Radicchio-Knospe drin und auch meinen Eisen. Ich bereite schon mal die Teller vor, Armin. Ja, du kannst sie schon mal herbringen. Ja. So. Und dann können wir es auch noch mit an den Tisch nehmen. So machen wir das alles. So. Kommt gleich her. Und so immer, Luisa, wir versorgen dich hier von A bis Z. Ich gucke hier einfach nur. So, siehst du es? Und jetzt. Kannst du mir das halten, dass das nicht heiß ist? Ja. Jetzt kommen die oben drüber. Bitte. Ja. Frau Norber wird direkt eingespannt. Armin spannt eigentlich immer alle ein. Ja, das ist ja auch das Schöne am Kochen, oder? Ja. Du weißt ja, wie das die besten heißt. Partys in der Küche. Das heißt, du brauchst zwei Finger im Leben. Du machst das und du machst das. So einfach ist das. Dann bist du Chef. So. Super. Jetzt, ich mache die fertig mit der Garnitur. Genau, und wir probieren sie gleich, würde ich sagen, oder? Schau, ja, das kann ich alles alleine halten. Okay. Ja, aber nur Statisten. Dankeschön. Armin, herzlichen Dank. Ich bin stolz auf euch. Rezept ist auf vollekanne.zdf.de abrufbar. Wir probieren gleich am Bring's Tisch. Gleich rüber, ja. Und jetzt schauen wir auf die Weltklimakonferenzen oder kurz COPs. Die finden ja jedes Jahr statt, sind immer mit einem gigantischen Aufwand verbunden. Es wird das Klima verhandelt, es wird gekämpft. Die Frage ist, auch mit Erfolg.